Der Kasamstag ist für mich ein seltsamer Tag. Einerseits gibt es so viel zu tun. Eierfärben, Osterlämmer backen, Hefezopf, putzen, Osterdeko basteln. Ein richtig rummeliger Tag. Aber andererseits, wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es ein ruhiger Tag. Ein Tag der Grabesruhe. Alle Evangelisten berichten davon, dass Jesus am Rüsttag gestorben ist. Am Tag vor dem Sabbat, dem Ruhetag der Juden. Erst am Morgen danach werden die Frauen zum Grab kommen, um den Leichnam zu salben und werden merken, dass das Grab leer ist. An diesem Samstag, an einem stillen Tag, kann der Schrecken und die Verzweiflung des Karfreitags so richtig nachhallen. Die Jünger ahnen ja noch nichts von der Auferstehung. Für sie ist gerade die Welt zusammengebrochen. Sie sind weggelaufen und jetzt sitzen sie einzeln oder in kleinen Grüppchen, verängstigt zu Hause und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Der Karsamstag ist auch ein Tag der Hilflosigkeit, der Hoffnungslosigkeit und der Ratlosigkeit. Mir sind diese Gefühle eigentlich fremd. Ich bin ein optimistischer Mensch. Und es ist ja so, dass wir Christen auch wissen, dass Jesus auferstanden ist. Diese tiefe Hoffnungslosigkeit, diese letzte Verzweiflung, die kann es für uns nicht geben. Oder doch? Im Moment sind wir in einer ungewöhnlichen Zeit. Alles ist unsicher. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Dabei haben die einen Glück im Unglück. Ein großes Haus mit Garten, die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Viele Kinder freuen sich sogar, dass ihre Eltern jetzt mal richtig Zeit für sie haben. Anderen geht es nicht so gut. Sie haben plötzlich nichts mehr zu tun, haben Angst um ihre Arbeit oder vielleicht sogar um ihren ganzen Betrieb. Andere haben plötzlich viel zu viel Arbeit. Sie können es gar nicht stemmen und sind am Rande ihrer Kraft. Die einen sitzen mit zu vielen Menschen in einer zu kleinen Wohnung und merken, dass allmählich die Nerven dünn werden. Und wieder andere sind in ihrer Wohnung alleine, können vielleicht nicht mal raus und spüren, dass ihnen die Besuche und die kleinen Besorgungen fehlen, die ihnen sonst den Alltag erträglich gemacht haben. Und wir alle sind dabei unsicher. Wir wissen nicht, was in 10 Tagen sein wird. Die Politik kann uns nicht sagen, wann das öffentliche Leben sich wieder normalisieren wird. Und so wissen wir heute, einen Tag vor Ostern, auch noch nicht, wann wir uns das nächste Mal wieder zu einem öffentlichen Gottesdienst treffen dürfen. Aber eines haben wir den Jüngern Jesu voraus, etwas Wesentliches. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Diese Gewissheit kann uns keiner nehmen. Und auch wenn wir uns in diesem Jahr nicht versammeln dürfen, so werden wir doch Ostern feiern. Überall auf der Welt machen Christen das im Moment. Sie feiern, indem sie sich im Gebet vereinen. Sie verabreden sich zu bestimmten Zeiten, sie läuten die Glocken, sie zünden Kerzen an und stellen sie ins Fenster. Und aus ihrer Isolierung heraus erinnern sie sich gegenseitig daran, dass sie nicht alleine sind. Ein Gebet ist dabei besonders wichtig. Es verbindet uns über die Konfessionen und Grenzen hinweg, über die Sprachen und Zeitzonen hinweg.
Das ist das Vaterunser. Und wenn Sie mögen, dann beten Sie es jetzt mit mir zusammen für die Menschen, die in dieser besonderen Situation verunsichert oder vielleicht sogar verzweifelt sind und die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.